Also, wir machen jetzt die Anmoderation. Wir müssen was Cooles haben. Irgendwas Cooles. Da kannst du auf jeden Fall nicht anfangen. Natürlich. Ja gut, dann Leute, das war's mal wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Nice. Gut. Wie? Nice. Wie, das war dann kein... Dann jetzt die Anmoderation. Ich habe keinen Bock mehr, großartig drum herum zu reden. Also, hi. Gut. Wir sind bei Glamour vs. Light, Hashtag 2. Oha. Ja. Also, wir sind hier auf einem anderen Kanal als letzte Folge. Das bedeutet, eventuell haben das manche noch gar nicht gesehen. Oder ihr seid halt Facts und habt bei Glamour geguckt. BD. Das bedeutet, dass, Glamour vs. Light ein neues Format ist, was Glamour sich ausgedacht hat. Aber ich bevorzuge, zu sagen, dass wir beide uns das ausgesucht haben. Nee. Okay, gut, dann hast du dir das ausgesucht, cool. Ja, Patent dann ist doch angemeldet, ich krieg das Geld. Ich krieg das Geld für alles, was hier passiert, alles, was in diesem Namen verwendet wird. Richtig. Dafür gehe ich das Geld und Light geht her aus. Ja, dann kannst du mir das Video ja auch schneiden, oder nicht? Das würde ich auf jeden Fall nicht so sagen. Dafür bezahle ich dich auch nicht. Ach so, ja, okay. Zahlt mich gar nicht, aber never mind. Also Leute, wer das ganze Format noch nicht kennt, kurz gesagt, wir werden uns wir machen es jetzt einfach mit 3 Pokémon, die wir uns vorher aussuchen, uns raussuchen, die aus einem relativ niedrigen Tier sind, oder was heißt aus einem niedrigeren Tier, aus dem wir es eigentlich spielen würden. Das heißt, jetzt zum Beispiel heute haben wir Sichlor, Zoroark und Zapdarang, versucht im OU zu testen, beziehungsweise wir haben euch das angeboten und ihr konntet auf Twitter entscheiden, welches Pokémon wir heute spielen. Und korrekt, Farbschema, danke, dass ich zum 1000. Mal das Farbschema ändern darf. Nice, das kommt irgendwie immer wieder. Ist ja auch egal. Jedenfalls, der Gewinner aus diesem Ranking sozusagen, der wird wird heute ein Team gebaut innerhalb von 15 Minuten zusammen. Und das werden wir dann im Overuse testen. Und da so ein bisschen funny bei sein. Genau, und das wird dann immer so 5 oder Parts oder so gehen in einem Tier. Und dann gibt es einen Final Showdown. Also das haben wir auch im letzten Part schon erklärt, so ein bisschen. Dass dann wir beide uns jeweils ein Team aus diesen 5 Teams aussuchen. Und dann gibt es einen Fight, ja? Ja, dann geht's los, Mann. Dann kämpfen wir also gegeneinander mit irgendeinem der 5 Teams, die wir dann in den Parts gebaut haben. Genau. Und das Ganze wird dann immer weitergehen, also jetzt erstmal die ersten 5 Parts im Overused und später dann im Underused und so weiter und so Swag. Schön. Und so weiter und so Swag. Wer kennt's nicht? Richtig. Das gute alte Sprichwort. So. Genau, und wir haben die Abstimmung schon gemacht auf Twitter und hier seht ihr jetzt die Ergebnisse. Also mit ganz knappem Abstand hat Sichlor gewonnen, das heißt, wir werden uns heute ein Team rund um Sichlor im Overused-Tier bauen. Innerhalb von 15 Minuten. Das wird auf jeden Fall funny. Oh yeah. Irgendwie, wenn man das so... sagen kann, ich denke schon. Ja, na klar. Wird auf jeden Fall nice. Hast du gerade ja klar gesagt. Habe ich dir das erlaubt? Nö. Tut mir leid. Also ich dachte, ich hätte ein Privileg, mich hier zu äußern. Nicht. Du verdienst ja nur das Geld. Achso. Das mache ich. Okay, gut. Okay, dann haben wir es geklärt. Okay. Haben wir es geklärt. Gut. Ich würde sagen, ich baue dann das Team, also schreib das so in Showdown rein, damit das meine coolen Abonnenten sehen. Und du, bist einfach im Hintergrund und hast die Fresse. Und du, ne? Weißt schon. Ja, nee, ich mache hier gar nichts. Ja, okay. Cool. Sehe ich auch nicht ein. Gut, dann würde ich sagen, starten wir in 5 Sekunden mit den 15 Minuten. Boah, cool, oder? Oh, shit. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, shit, okay, Cypher als erstes rein, Mann.
Wir müssen halt gut. Gegen Bishop müssen wir darauf achten, dass Kaedio nicht stirbt und dass wir jetzt nicht allzu oft mit dem Nectric und Landorus da rein sitzen. Richtig. Aber nevermind. Wir wollten jetzt gerade noch eventuell was ändern, haben das aber von der Zeit her nicht mehr geschafft und genau. Ja, wir wollen jetzt einfach das Format wirklich so ernst nehmen, dass wir jetzt auf jeden Fall nichts mehr ändern. Das ist auf jeden Fall unser Team. Jupp. Grundsätzlich halt erstmal unser Sichlor, was ja auch sozusagen unser Teamplayer ist, mit Evoliten, ist so halt ziemlich bulky, auch ohne wirkliches Investment. Mit Ruheort, sich gegenzuheilen, SD, um ein bisschen Druck aufzubauen. Es checkt halt, dank dem Typing schon ganz viel, vor allem Fighting Spam. Es kann sich halt gegen Lopunny setupen, was ziemlich cool ist. Richtig. Es kann sich halt gegen bikige Viecher setupen, wie Ferrothorn oder so. Oder Garchomp auch schon teilweise. Und da kriegt es halt einen heftigen U-Turn raus. Und also man denkt zwar, dass SD plus U-Turn ein bisschen ein Minus ist im OU, oder nee, allgemein, aber im OU ist es halt gut, weil es halt viel zu viele Steel-Types gibt und da ist es halt schon besser, da rauszugehen, als da drin zu bleiben mit Cypher. Richtig, und wenn man einmal SD, dann mit Bugbite würde einem das halt selten was bringen im OU, weil man da halt die wenigsten Dinge halt outcode oder so. Man möchte eher rauswechseln. Genau, deshalb einfach U-Turn, Chip-Damage draufkriegen. Dann haben wir unser Resetti, speziell defensiv hier, mit dem Spinner, was halt ganz gut ist, weil ne, Sichlor hat halt eine 50%ige Tarnscheinschwäche, beziehungsweise eine vierfache, auch so. Ja, wir wollten auch was gegen Clef haben, gegen Rotom Borsch. Allgemein hat das Pokémon einfach ziemlich gut reingepasst. Also. Und ja, falls irgendwie mal einer ein Switchen hat, wie Landorus oder so, einfach Toxic drücken. Das denke ich mal ganz gut. Keldeo Choice Bags ist einfach ein Wallbreaker, haut richtig rein mit Hydrofarben, kann mit Scald auch burnen, Secret Sword und Icy Wind. Icy Wind halt, um sowas wie Latios oder Latias zu treffen, was halt ein relativ safer Switchen ist. Hauptsächlich ja, war es Pokémon drin wie Heatwin. Wir wollten halt was gegen die Steel-Types haben und da ist halt Keldeo ein ziemlich guter Steel-Type-Killer. Außerdem ist Keldeo auch unser einziger Bishop-Check und auch so ein bisschen der Snibunna-Counter. Snibunna ist auch ein kleines Problem für das Team, fällt mir gerade auf. Aber alles handelbar, muss man halt nur richtig spielen. Also es wäre halt jetzt mega problematisch, wenn jemand beide Pokémon nimmt, aber in einem Team mit Bishop und Weavile ist eigentlich sehr selten. Also da hoffen wir einfach mal drauf, dass es niemand macht. Und selbst wenn, haben wir gegen Bishop... Ja, okay. Wow, Manectric nicht. Intimidate, bruh. Na, okay, die Sache gut, ist, Bishop verliert eigentlich gegen 5 von 6 Pokémon im 1v1. Tatsächlich. Ja. Also, das ist eigentlich gar nicht so bad. Wir müssen nur darauf achten, dass wir jetzt nicht zu oft rumswitchen. Genau. Ja, dann haben wir Manectric, was halt an sich erstmal wegen dem Electric-Type ganz gut reinpasst. Mode-Switch-Action und so weiter kann man halt auch mit Sichlor verbinden. Und allgemein trifft es halt durch den Movepool halt ziemlich vieles ganz gut, kann ein bisschen Chip-Damage draufkriegen, sodass nachher einfach zum Beispiel Latios reinkommt oder Keldeo und einfach Psyshock, Draco, Hydro Pump drückt und dann halt den Kill abstaubt oder so. Und allgemein ist es halt ein mega starkes Mon, ziemlich schnell, mit Bedrohr, handelt es halt auch nochmal irgendwie was. Und es ist halt nochmal so ein kleiner Check gegen Talonflame. Ja, war hauptsächlich drin wegen Talonflame und auch wegen Slowpoke. Wir haben gesehen, ja, wir müssen jetzt wegen Excalibur und Keldeo müssen wir da wieder ein bisschen Support reinpacken. Und auch, warte, ich hatte gerade das im Kopf, Fundus ist auch ein kleiner Check und Tornadus auch, vor allem Tornadus. Da wollten wir auch was haben. Das ist auch das ist halt was solche Mons wie Tornadus und Thundurus halt auch speedet. 111 Base, 121, muss man halt immer aufpassen. Deshalb haben wir halt Electric dabei. Das ist ganz stark eigentlich. Genau. Jo. Dann Lando. Wie? Ich hab's übrigens Hammerschwanz genannt. RIP. Gut. Danke. Finde ich super. Ja, Lando halt wegen Talonflame, Ground Spam, wegen Excadrill. Und ja, wir brauchen Vox. War eigentlich, hat sich gut angeboten, auch hier wieder wegen U-Turn ganz nice. Haben wir da eigentlich Speed Investment drauf? Ich hab den restlichen 4 da reingepackt, aber wir könnten Speed Investment spielen. Ach, 28 hier passt. 20? Ich hab 28. Ach so. Das soll da gehen. Okay. Ja. Okay. Gab's da noch einen Grund, warum wir Lando drin hatten? Kleiner Saat X-Track vielleicht. Ja. Auch wieder Tail and Flame, weil halt Manectric fehlt halt der Bulk und die Recovery für, um das halt wirklich zu handeln, richtig. Genau. Und deshalb einfach Stone Edge hier noch drauf mit Rocky Helmet, ein bisschen Chip Damage und so weiter. Dann kriegt man das ganz gut down. Jo, jetzt Pokémon Latios. Genau. War hauptsächlich wegen Thundurus. Ja, es kann Knock-Off haben, aber es gibt nicht so viele Thundurus-Checks, muss man einfach sagen. Thundurus ist ein Beast. das war dann noch hauptsächlich wegen Keldeo drin.
wir hatten nichts gegen Cadio, deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, Recover zu spielen und dann, weil wir ja schon einen Spinner hatten, einfach Call Mind, weil es Call Mind cool ist. Und ja, das ist das Team. Ich find's super. Ich find's eigentlich ganz cool geworden, so an sich. Genau. Also letztes Team war ja auch ziemlich cool, mit Tyrantrum. Wie gesagt, wer das nicht gesehen hat, ist in der Beschreibung, also könnt ihr auch da nochmal vorbeischauen. Das Team ist auch echt nice. Müssen wir mal sehen. Genau. Bevor jetzt die Kämpfe übrigens losgehen, wollte ich auch noch sagen, dass ihr auch gerne in die Kommentare schreiben könnt, welche Pokémon im Overused vielleicht ganz cool wären, mal zu nehmen, weil wir da halt auch ziemlich drauf achten, denn auch Sichlor war ein Pokémon, was bei Glabber in den Kommentaren eben angefragt wurde. Das haben wir einfach mit reingenommen und wenn es dann halt das Ranking gewinnt, sozusagen, also das... Tatsächlich hat Cypher halt das gewonnen, das war ganz lustig, weil die anderen beiden waren voll leid. Ja. Also Idee. Also wir suchen uns immer zusammen aus, so jetzt nicht denken, dass ich hier so... Na! So. Wow, was war das denn? Das war ein wildes Lachen, okay? Habe ich gemerkt. Ja, genau. Gut. Okay. Spitznamen sind jetzt egal, ich habe Sichlor einfach Gleitgel genannt, weil, ne? Ja. Ich spiele mit Gleitgel, ihr wisst Bescheid. Na klar. Dann Resetti, Easy, Excadrill, Dildeo. Mein Dildeo! Dildeo, Swag. Manectric habe ich Karton, Tong, Tong genannt. Bisher kennt doch die Werbung. Es rappelt im Karton, Tong, Tong. Halt's mal. So, dann Hammerschwanz und Fliegi, safe. Oh, okay. Gute Namen. Holy shit. Danke. Danke. Gut, dann würde ich sagen, können wir einfach mal mit dem ersten Kampf anfangen, oder? Ja, Mann. Du suchst, gut, Alter. Denn darum geht's ja hier auch. Einen richtig guten Gegner haben wir gefunden, der hat einen Togekiss. Ja. Also ich weiß nicht, warum da jetzt kein Jirachi drin ist. Sorry. Ich meine, das war jetzt eine Anspielung an die GPL. Egal. So, das L4 gewinnt, worauf ich gerade zeige. Manectric. Ja, wollen wir damit liegen? Also der hat halt einen Garchomp. Garchomp ist ein kind of Problem. Naja, ja. Man möchte meinen, dass Cadio ein guter Lead ist gegen sein Team. Also wenn er mit Rotom leadet, haben wir halt Fliegi. Und Cadio killt den Rest. Also warum nicht? Ja gut, ja. In Togekiss können wir einfach Manectric reinwechseln. Oder eben Excadrill, ist ja egal. So. Warum schreibt er LOL? Kette auf. Weiß nicht. Vielleicht. Egal, Keldeo, let's go. Oder Dildeo. Dildeo, safe. Ja, aber lustig. Haha. Was? Das ist richtig behindert. Halt mal, okay. Gut, wir können eigentlich hinter uns nichts daran, erstmal safe Kaido zu drücken. Nee, ich würd's golden. Warum den Mist riskieren? Also, wir kriegen Damage auf allem. Also. Ja, okay, stimmt schon. Rotom Wash ist ein, haben wir einen Safe Switch. Ja, easy. Okay, boah, gut. Ich glaube, der Gegner ist nicht allzu krass. Ja, ist er wirklich. Ich meine, der lacht bei Herr Fun. Easy. So, wir können jetzt einfach safe in Fliegi switchen. Wir könnten auch in Manectric wechseln. Hatte ich gerade auch überlegt, aber ich glaube, ein Willow ist da doch relativ. Ja, also, Willow ist tatsächlich sein bester Play. Wenn wir hier richtig real sind, bleiben wir drin. Machen Scald. Alter, das wäre real. Wollen wir machen? Vielleicht geht er auch auf Bolt Switch. Das wäre eigentlich bescheuert, weil wir Evercade unsere Wincon ist. Wir gehen einfach auf. Alter, was geht denn hier ab, Mann? Halt's Maul. Weiß nicht. Lass einfach mal auf Latios gehen. Mach das. Wobei, der kann halt in Hunchcore gehen. Ich sag, mir Nektrik ist unser bester Switch. Okay. Oh mein Gott, bin ich gut. Fuck! Du hast die falsche Fähigkeit. Och nee, Mann. Och Mann. Das passiert in 15 Minuten Teambuilding, Alter. Ja, ich hab's nochmal geändert. Bruh, genau, jetzt nehme ich einfach einen Zoomerin ein. Manectric. Also der ist auf jeden Fall... Lightning Rod. Also ich glaube, der legt einfach die Rocks, jetzt mal ehrlich. Und wir brauchen das Teil hier nicht, wir gewinnen eigentlich sowieso mit. Wobei... Wollen wir echt... Warte, ich sehe gerade nichts, deshalb. Wir gehen einfach auf den hier. Ich mach das mal. Wobei, nimmst du gerade auf? Nimmst du das auf, was wir hier machen? Nee. Siehst du das? Nee, das ist es ja. Oh, okay, ich warte. Danke. Ich muss nur kurz Manectric ändern, weißt du? Das wäre sonst ein bisschen unfolterhaft. So. Und er hat gerade revealed, dass er SD ist. Great. So, jetzt haben wir's. So. Wir können eigentlich U-turn. Ja. Das ist unser bester SD, Plan. Ja, kein Ding. Ding. Das ist okay. Er macht sich 8 Chip Damage und so. Ach, der hat keine Waffskin. Das ist ja super. Ja. Ich sag, wir gehen auf KDO und machen Scald. Oder Icy Wind? Ja, wenn wir Icy Wind klicken, kann er halt noch safer in Rotom gehen. Aber. Oder wir gehen halt in Latios und machen Draco.
Aber der hat halt seinen Togekiss. Wobei, aber auf Togekiss können wir halt safe in Electric. Okay. Mach mal Fliege, ja? Ja, hört sich gut an. Dann droppen wir Draco. Schwanz went back to Gleitgel. Wow. Wow. Nice. Nice. Schade, dass es ein offensives Guardjump wäre. Da hätte Cypher nämlich sonst ein Setup bekommen. Ja. Ja, der ist auf jeden Fall pursued. Das kann mir. Könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Aber ich gehe trotzdem auf Gleitgel. Bin ich gut. Bin ich gut. Jetzt können wir eigentlich U-Turn. Ja. Safe. Der macht jetzt entweder Brave Bird oder. Ja, der hat keinen anderen Pay. Alter, guckt es euch an, Mann. Das macht so Damage. Tamashwanz ist eigentlich jetzt unser bester Sack. Lando. Oder warte mal, brauchen wir Lando? Nee, wir können Lando gar nicht mehr gebrauchen. Das macht ja halt nichts mehr in der Range. Und der kriegt jetzt erstmal schön Damage durch alles, Mann. Richtig. So, und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt auf Cypher, machen SD. Alter, meinst du ehrlich? Nee. Das wäre so scheiße, dieser Play. Eben, vor allem, er hat immer noch Rotom, was bei Full HP ist, ne? Ja. Eben. Machen wir Aerialace und dann U-Turn? Ja. Nee, warte, der hat Infernape. Lass mal einfach für U-Turn gehen. Mann, hätte ich mal Seed! Ah! Oh. Ja, es war klar, dass er auf Sucker Punch geht, aber... Ne? Das Ding ist, wenn er jetzt in Infernape geht... Der ist wieder uns. Ja, ja. Wir haben aber noch einen Latios, das ist okay. Wir hacken jetzt das hier. Wir müssen das hacken. Ja, wir gehen auch einfach auf Aerialace, falls er irgendwie erst dienen will oder so. Gott, sind wir gut! Oder Gleitgel! Ah! Gleitgel! Nice. Wisst ihr, wie gut Cypher wäre, wenn es ein Base 110er Speed hätte? Das wäre einfach gut. Wisst ihr, wie gut Cypher wäre, wenn es ein Base 110er Speed hätte? Das wäre einfach gut. Tada! Ja, Mann, das wäre einfach. Besser als dieser. Nee, es wäre aber wirklich cool. Ja, Mann. Naja. Stimmt schon. Hast du Lightning Rod auf mein Electric? Ja, hab ich. Schön. So. Such den nächsten Garten. Ich hatte halt direkt das Mega ausgewählt, weil es schneller ging. Und der hat einen Bishop. Static. Ja. Bishop ist kein Problem. Wir haben Keldeo. Safe. Gut, also Keldeo dürfen wir auf jeden Fall nicht verlieren. Ich finde, mein Electric ist so stark. Also, es ist so stark. Vor allem, weil es halt Superior outspeedet. Als einziges. Und ich, und der. Die Mega ist mega wichtig. Also, mega wichtig. Ja. Aha. Okay. Flammenwurf und Non-Mega? Wobei, killt ein Sucker? Nein. Bei plus 1 schon. Bei plus 1 schon. Nein, normales Manectric, warte mal. Bishop. Sagen wir mal, SD mit Life Orb macht einen Sucker. Das könnte halt killen. Sucker kann halt killen. Wie viel macht ein Flammenwurf von einem Non-Mega? Ah, 70% höchstens. Das killt mich. Warte mal, 98 Max macht gehen? Das. Ja. Und dann doublen, weil Azumarill auf das ist? Ja. Oh Gott, ist der gut. Okay, jetzt gehen wir einfach Waterfall. Safe, safe play. Warum? Manectric wieder. Ja, Manectric. Ich wollte gerade sagen. So. Vor allem auf Waterfall, du Schlaukopf. Jetzt können wir einfach T-Bolten. Wir können jetzt einfach mega erstmal. Ja, stimmt, T-Bolt. Wenn ein Bishop geht, dann sackt er jetzt sein bestes Pokémon gegen uns. Was ganz cool genau. ist. Genau. Okay, T-Bolt. Ja. Ihr seht schon, wir machen hier die Plays, Alter. Was na macht klar. Der? Flare Blitz. Warum tut er das? Okay, ja, stimmt, er war noch schneller. Aber ist egal. Ja, egal. So. Damage auf Manectric ist halt nicht schlecht, aber. Der Alien Flame dafür zu sacken. Ich weiß, es macht nicht allzu viel, aber. Hey. Naja. Gut. Naja. Das ist Superior. Warum würde ich das Fia auch nennen? Egal, wollen wir Flammenwurfen werfen? Ja, würde ich sagen. Wobei. Haben wir einen anderen Play? Wir haben Gleitgel. Ja, eventuell Gleitgel, eben. Wie viel macht plus 2 HP Fire? Cypher. Wobei, macht es Sinn in seinem Team? HP Fire oder ist das eher HP Ground? Oder ich spiele überhaupt HP Ground? HP Fire macht eigentlich keinen wirklichen Sinn, oder? HP Fire ist Standard auf dem Vieh. Warte mal, ich guck mal. Plus 2. Ja, an sich schon, aber HP Ground spielt man auch gerne. Warum sind wir nicht eigentlich Max HP Cypher? Gute Frage. Weil wir einfach den SD U-Turn Damage draufdrücken wollten. Auf jeden Fall wird es dir so angeboten. So ein, und das wäre halt jetzt mega gut in dem Fall gewesen. Ja. Lass doch mal das in HP ändern. 16 macht das
Also wir erleben auf jeden Fall eine Kombination aus Leafstorm und plus 2 HP Fire. Ja. Das habe ich kalt gerade. Also Wall Switch. Richtig. Safe. Außerdem, wer sagt, dass er HP Fire hat? Warum heißt es nicht? Hat er gerade Min Damage bekommen? Ich glaube schon. Das ist schön. I don't know. Hey, warte mal. Was, okay. Ja, würde gerade sagen. Super, dann nehmen wir das auf jeden Fall. Jetzt können wir U-Turn. Ja, U-Turn, safe. Das Gute ist, wenn er jetzt auch rauswechselt, haben wir halt unser Gleitgel immer noch in der Range, wo es gegen Alakazam was geht. Das ist halt auch nicht schlecht. Also, ich würde echt sagen, dass wir Cypher mit 248 HP spielen. Das ist richtig cool irgendwie. Okay, das aber wir lassen das jetzt erstmal. Ja? Ja, ja. Alter, das ist voll Probleme. Okay. Ja, jetzt einfach wieder Karton. Ja, einfach wieder Karton. Oh nein, der Attack-Boost, Mann. Alter, nein, jetzt ruckzucki. Sweep. Aber Wall Switch. Wall Switch ist jetzt sehr wichtig, weil ich finde nicht, dass Bishop da reinkommt. Irgendwas genau. Killt. Das Schöne ist halt einfach, er hat 0 für Electric Types, also kein Ground Type oder so, in Wall Switch reinzugehen. Ich kann sagen, wir gehen jetzt in Lando. Ja. Ist gut. Selbst wenn er jetzt in Bishop geht und den plus 1 holt, ist eigentlich Latte, weil. Naja. Nee, kann er nicht holen. Ja, ja. Deshalb sag ich, er ist Latte, weil wir ihn killen. Alles klar. Wow, cool. Ja. Platinum hat mir gerade eine Anfrage geschickt zum Kämpfen. Wollen wir den einfach also mal so just for fun dann gegen den spielen? Ja, Mann. Nice. Nice, ich schreibe ihn kurz. So, ich sage, wir queuen den hier. Okay, Teletubby. Easy. Teletubby, der Name ist cool. Aber EQ ist der beste Player, weil wir dann halt den Dingens preventen, den Setup. Tinky Winky Dipsy. So, und da wir sowieso noch Lala. Resistances haben, ist es okay. Ja, was hacken wir? Brauchen wir irgendwie. Also, Resetti ist ganz gut gegen die zwei Special 4 dort hinten. Richtig. Lando ist für gar. Wobei, Lando lebt ein plus 1 Sucker Punch von Bishop. Das ist ganz gut. Genau. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir jetzt traurigerweise Gleitgel haben. Ja, würde ich auch mal. Also, tut mir leid, Leute, aber. Guck mal, Gleitgel hat was gemacht. Es hat einen Sack. Eben. Das war ein Sack. Nee, es hat genug gemacht, fand ich. So, und ich glaube, ja. Leib ist gerade gemutet, ja? Oder hat er gerade, wer hat da gerade geklopft? Ja, kann Leid? Ich gleich spielen, oder? Ja, okay, Leib ist gemutet. Leid, hi. Okay, Sack, Gleit geht, safe, wusste ich. So, dann können wir jetzt einfach in Latios gehen und Draco, oder, nee, Psyshocken. Ja. Psyshock ist best, da play. Weil das Ding, Ja, Bishop, ja, auch wenn es reinkommt. Ja, okay, ich stehe. Und der komm, Crit, der hat dann irgendwo gemeddert. Irgendwie schon. Egal, Kaldio lebt nicht, oder? Hoffentlich. Ja, ansonsten, wir haben halt danach nichts mehr wirklich gegen Bishop, aber. Must be nice. So, jetzt müssen wir einfach hoffen, dass es killt. Burn? Danke. Yes. Get wrecked, mate. Deserved. Okay, direkt. Alter. Okay. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben halt immer noch genug. Das Ding ist, er muss jetzt in Alakazam gehen oder Dengar. Wir müssen ihn jetzt haben. Wobei, ja, müssen genau. Wir nicht. Den können wir noch als Vorder benutzen. Wobei, doch, wir müssen ihn zacken. Eigentlich schon, ja. Vor allem, es bringt uns halt sogar nicht mal mehr was gegen Bischof. Also, es verliert eigentlich in allem. So, Rosetti? Ja, er ist Sash. Meinst du? Gehen wir. Ja. Ich kenne meinen Gengar, man. Okay. Gehen wir in Manectric, Volt Switch, raus in Resetti. Ja, ist ein einziger Play gerade. Stell dir vor, das ist Graf, ne? Nein, ist er nicht. Ich kenne meinen Gengar, sag dich doch. Ja, hoffentlich. Ich kenne meinen Digga. Hoffentlich wird das jetzt was. Also, Bishop wird noch im Handelbar. Ansonsten, ja. Ja. Eigentlich nicht. Ja. Ja. Weil guck mal, selbst wenn wir Bishop klein kriegen, dann muss dafür Landorus mega viel Schaden fressen und dann killt einfach Alakazam. Also. Es wird jetzt noch knapp. Mal sehen. Kommt jetzt ganz auf die Sets an, die hat. Warte. Als bietet XK eventuell Bishop. Nein. Ansonsten können wir XK so investieren später, dass es ein, keine Ahnung, Adamant Bishop outspeedet. Wird sie mal. Weil dann könnte Bishop, könnte XK Drill alleine gewinnen. Mehr oder weniger. Fast. Wenn Focus Blast misst und wir cool sind. Okay, wir sind fertig. So.
Das ist Lefties. Ne, warte mal. Das ist H. Ja, das ist halt wirklich Lefties. Welcher Spaß spielt Gengar mit Lefties? Wollen wir auf Lando gehen? Warum? Ich weiß nicht. Leben wir in Focus Blast? Wir müssen jetzt da drin bleiben. Wir könnten. Das ist der Destiny Bond. Okay, wir müssen jetzt auf Lando gehen. Ja. Das ist auch. Sein bester Play ist es jetzt eigentlich auch in Alakazam zu gehen. Ja. Aber er hat schon GG geschehen, der Bastard. Fix sein Leben. Echt so. Das Ding ist, wir hätten halt noch Keldeo bei Full HP, also was mehr oder weniger Full HP gehabt, wenn Latias nicht gecrittet worden wäre. Mhm. Das heißt, ja, unser Team hätte so oder so gewonnen gegen Easy Swag. Aber. Er macht den schlechten Play, also. Richtig. Wobei, nehmen wir Sucker für Psyche, ich glaube nicht. Er ist eh Sash, oder? Wenn er nicht Sash Gengar ist, ist er Sash. What the fuck? Nevermind, er ist einfach doof. Ich meine, wer spielt Lefties Gengar, Mann? Das ist so eine Vergewaltigung gegen dieses coole, coole, coole Pokémon. Aber nevermind. 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 Wir leben einfach einen Hit mit. Machen wir EQ? Hammerschwanz. Wir müssen EQ machen, ne? Ja. Vielleicht quitten wir und gewinnen noch. Komm schon. Na, okay. Ah ja, well, ja. Intimidate, bruh. Bullshit. Hey, ohne Spaß, das war einfach das bescheuertste Match, was ich je gesehen habe. Der hat uns... Ja. Nee. Will mich verarschen, der ist noch niemals Mordes. GG. Shut the fuck up. Gott verdammt. So eine Leute sind die schlimmsten. Ja, Mann. Alter. Gott. Oder ich habe einfach das Innen-Investment vergessen. Hä? Hey, Spaß. Kidding. Nee. Okay, das kann ich nehme kurz eine Anfrage an von unserem Dark Platinum. Alter, das ist doch so bescheuert. Ich hasse so eine Leute. Ja, der hat so eine Leute. Mag ich auch nicht. Alter, er hat einfach. Guck mal, jetzt wäre Taunt Dildio cool gewesen. Aber nein. Wofür? Für Chansey oder was? Ja, Mann. Der Choice Bags Dildio macht es selbst. Ja, okay, stimmt schon. Moment, okay. So, ich sage, wir leaden mit... Manectric, weil er Rotom leadet. Und dann Ball-Switch. Nee, warte mal, was spricht gegen Lando? Das wobei, daran, nee, ich würde mit Keldeo leaden, weil wir nichts gegen Weavile haben. Und außerdem macht es an sich auch Work. Ja. Okay, er leadet zwar mit Rotom, aber egal. Klagstach. Oder der hackt jetzt seinen Gengar, also da kannst du ihn jetzt killen, deswegen... Scald, ne? Nein, dann kriegen wir Damage auf unserem Keldeo drauf und... Weavile kann uns dann ranken. Kind of. Huh. Oder? Ich meine, wir haben Gleitgel. Wir können auf Rosetti gehen, hast du recht. Ja, es macht halt auch nicht wirklich... Okay. Okay. EQ? Okay. Ja. Damage auf dem Teil ist mega stark. Eben. Willow ist halt nicht cool. Aber EQ ist halt nicht so schlimm. Okay, da geht er auf Saad. Also jetzt die Frage. Also ich denke mal, es wird ein Saad Y sein, weil der hat einen Weaver im Team. Ja, richtig. Und ein Excal, also physische Power ist da. Das ist halt jetzt die Frage. Wollen wir auf Lando gehen oder auf Fliegi? Also wenn wir Saad Y predikten, müssen wir jetzt auf Fliege gehen. Ja, würde ich sagen. Komm schon. Yes. Okay, gut. Wenn er keinen Dragon Pulse hat, dann ist alles okay. So, jetzt könnten wir Karl meinten. Oder recovern? Recovern? Erstmal Karl meint, dann recover. Safe. Nein, warte. Wenn er Dragon Pulse ist. Er geht jetzt einfach in Revile, oder? Stimmt. Alter. Also, der wird jetzt Dragon Pulse oder Weaver machen. Was ist unser Counterplay dagegen? Ich sag, wir gehen auf Manectric. Dragon Pulse leben wir killen das Saad Y. Und Weaver outspeed. Weaver können wir einen Hit tanken, wegen Intimidate. Okay. Mach. Wenn jetzt nochmal Fire Blast liegt, wäre doof. Aber er wechselt raus. Okay, das ist gut. Wir kriegen jetzt die Mega raus, das ist auf jeden Fall nice. So, ja. Jetzt würde er entweder Toxicen. T-Bolt wäre on play. Oder Steph Rocks klicken. Ich sag, wir gehen auf Rosetti. Ja. Ja, weil ich habe jetzt keine Lust auf Rocks.
und T-Wave. Ja, allgemein auf alle möglichen Status. Sis. Eben. So, der könnte jetzt... Ich hab schon Spin gedrückt, also. Okay. Oder nicht. Ja, ist gut. Wobei... Was will er machen? Er könnte halt jetzt Seismic Tossen. Das ist ziemlich ein Fortschritt. Wollen wir vielleicht erstmal EQ'en? Okay. Der hat Softball gemacht. Kann er machen. Ja, okay. Kann er machen. Wollen wir Toxiken? Hatte ich vor. Ja, lass mal machen. Okay. Easy. Finde ich gut. Trifft halt alles, was er reinwechseln kann gegen Excadrill. So. Eben. Charizard. Rotom. Okay, Rotom eigentlich nicht, aber gut. Er kann eigentlich nicht viel gegen Excadrill machen. Also viel rein switchen kann er da echt nicht. Was? Warum tut er sowas? Okay, nevermind. Einfach Hammerschwanz. I don't get it, weil... hat er ja. Die Lefties gesehen bei uns? Nein. Das hat einfach keinen Sinn gemacht. Hammerschwanz? Ja, Hammerschwanz. Ach, das ist doch doof. Nee, das hat halt echt kein, das war echt kein guter Play. Also, warum sollte man in X-Ray gehen? Schon irgendwie. Naja, aber vielleicht hat er wirklich mit Toxic gerechnet, aber... Ja, er hat halt Spin gesehen, aber Spin spielt man auch auf komplett Offensiven. Von daher... Eben. Die Rocks fände ich nice. Rocks sind gut, ja. Also, es wird wahrscheinlich Spin extra sein, aber... Ja, egal, dann können wir EQ'en. Mhm. Nevermind. Kurzschluss, okay. Utah. Ja. Oder Utah? Ja. Man weiß halt nie, ob er es... Ich würde nicht auf Latias gehen. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt auf Man. Ja. Ja, der Willow ist okay. Wie du einfach immer springst und deshalb schon schneller bist. Du spoilerst meine Zuschauer, Mann. Sorry. Just kidding. Okay. Ich denke also mal nicht, dass er jetzt seinen Rotom sacken wird. Also ich würde sagen, wir gehen... Er geht eh in Chanaira. Stimmt, hast recht. Weil, ich meine, es wäre ein Play von ihm, Manectric, extra zu gehen, aber... Man weiß ja nicht, das kann er auch. Das Bad Death wird eigentlich keinen Sinn machen bei ihm. Macht er jetzt Hydro oder Volt Switch? Volt Switch eigentlich. Ich würde sagen, Excadrill, wir leben in Hit und das macht sowieso nicht so viel. Ja. Und er geht auch, glaube ich, nicht auf Double. Sehr schön. Oder? So. Ja. Gut. Jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen... gehen wir EQ? Ja, EQ. Ja. Tschüss. Nice. Kurzschluss down. Okay. Das öffnet die Tür für unser Sizer. Jungs. Nice. Jungs. Easy. Und wir, also wenn jetzt mal ohne Scheiß, wenn Weavile weg ist, macht das echt Arbeit. Mhm. Okay, und extra. Aber ich nehme nicht eine eisige Crash von Weavile. Schade. Nicht? Warte mal. Ich habe den Balk vergessen. Leben wir? Boah. Balk? Wir haben keinen Balk. Doch, ich habe 248 HP gemacht. Ja, aber das durften wir nicht, Mann. Mann, hast du es nicht gemacht? Nein, das sollen wir nicht, Mann. Mann. Hab ich ja gesagt. Och, Mann. Oh, man. Okay. Oh, man. Warte, wir hätten eigentlich easy EQ klicken können, weil er eh nicht auf EQ geht. Ach, komm schon. Müsst ihr das hacken? Jetzt mal ehrlich. Wir legen jetzt nein, die Box da, ja, es war ja kein Sack, als ob der nochmal auf EQ aber geht. Aber ich will die Box haben. Ja, super, cool. Hätten wir auch nachher noch rausbringen nein. Können. Nein. Ach, Mann. Gegen was bringst du denn die Box sein raus? Sein Drill wäre down gewesen, dann hätte uns das Sack gegen was bringst du denn die Box raus? Lass jetzt mal U-Turn. Gegen Chansey eventuell. Icy Wind! Okay. Danke, dass du unseren Hammerschwanz hackst. Tu ich nicht. Der Hammerschwanz hätte echt was machen können. Kann er nicht. Nee, kann er nicht. Kann er wirklich nicht. Nee. Okay, ich bin ja stark für eine EQ, weil er auf Focus Blast geht. Ja. Warum sind die noch alle D-Bond? Really? Auch ihren... Der arme Excadrill. Mann. Der stimmt immer. Mann. Ach komm. Ja, Wettner hat das Team einfach gebaut, weil er unser Team gesehen hat. Echt Dark so. Ein bisschen Arsch. Just kidding. Weißt du, welches Pokémon gewinnt? Keldeo. Ja. Literally. Einfach reingehen. Safe. Wir verlieren halt nichts, wenn wir jetzt Tickets haben. Ja, eben. Also, es sein kriegt jetzt nicht. Charizard ist halt kein Switch-In. Genau. Also, das ist ein... Wollen wir mal einen Arsch sein und jetzt GG schreiben? GG, you won. Nein. Moin. Okay, Spaß. Maddert nicht. Ich glaube, der maddert halt wirklich nicht. Komm schon, das ist ein Kerl. Nee, maddert er auch nicht. Maddert. Nur nochmal Secret Sword, Alter, als ob der gescarft ist. Chansey the Blob. Oh, das könnte gemaddert haben. Ups.
Oh, dann hat's gemattert. Egal. Ja, was hätte er denn Return Mann. Gemacht? Ein Return? Der Scarf. Cool. Ach so, in Return. Ich dachte in Return. Ich dachte so Chansey mit Return. Choice Band. Easy. Moin, moin. Es hätte nichts gemacht. Also, die Nox war gelegt. Oh, shit. Oh, shit. Nicht die Nox, Mann. Ja, okay. Die Nox wären eigentlich komplett glatte gewesen, um ehrlich zu sein. Mhm. Ja, wir gehen jetzt auf Hammerschwanz. 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 Denn wenn er D-Dance physisch offensiv ist, dann können wir das blocken, weißt du? Genau. Das war der Play. Na klar. Gut, dass wir den Double Intimidate Core haben, um dieses, das auch zu verhindern, Mann. Haben wir alles mit eingerechnet, Mann. Wisst ihr, Leute, ihr wisst Bescheid, wir haben auf jeden Fall die Plays. Na klar. So, jetzt. Safe, Cypher. Hallo, warum nicht Flammenwurf? Ja, okay. Nein, Volt Switch. Volt Switch, bitte. Willst du echt? Ja, Mann, ich will mit Cypher. Oder warte. Flammenwurf, killen wir das Iceclaw. Dann Volt Switch, Second irgendwas. Und gehen dann in Gleitgear und machen den Last Kill gegen Charizard Y. Danke. Okay. Let's go. Flamethrower. Ah, okay. Gut. The Play. Ja, Mann, das macht Sinn halt. Na klar. Irgendwie. So, jetzt Volt Switch. Was, wenn das killt einfach? Scheiße. Noch nee, Mann. Och, Mann. GG. Oh, das ist doch scheiße. Jetzt nehmen wir auch noch den Crit ab. Das ist doch scheiße. Mann. So, Mano. Suchen wir noch einen Kampf? Ja, Mann. Einfach noch einen. Aber jetzt ändern wir mal das Cypher. Cool. Ich will 248. Ah, aber dann haben wir gegen die Regeln verstoßen, die wir selbst aufgesetzt haben. Ah, egal, Jolos weg, Mann. So. Mann, ja, das sind halt so kleine Änderungen, die wir so gemacht hätten, wenn wir wenn wir bessere Teambauer wären, weißt du? Oder wenn wir halt Cypher besser kennen würden. Hätten wir halt das so von Anfang an so gemacht, verstehst du? Okay, warte, wir machen das so. Wir dürfen nach einem Kampf, also wir bauen das Team und nur bei dem Pokémon, um das es geht, weil man das halt im OU selten spielt, dürfen wir nach einem Kampf Erfahrung. Stimmt. Okay, gut. Immer noch etwas ändern, aber nur auf Gleitgel. So machen okay. wir das. Okay. Das sind die Regeln, Leute. Das sind die Regeln. Ja, wir haben zwar jetzt selbst gegen die Regel verstoßen, weil wir halt schon mehr als einen Kampf gemacht haben, aber nevermind. Und schon wieder ein Kampf. Der hat einen Donphan, Mann! Alter, der hat gar nichts gegen uns, Mann. Easy, Resetti gewinnt einfach. Echt jetzt? Wow. Holy shit. Boah, was ist unser Dragalge-Switch in? In... Alter, Gleitgel! Boah! Resetti ist unser Switch-In? Gleitgel ist unser Switch-In. Warum gewinnt Gleitgel? Oh mein Gott, wir müssen jetzt Gleitgel gewinnen lassen. Also wir liegen jetzt mit Landorus. Okay, wir liegen mit Landorus, um die Rocks rauszuziehen. Ja. Die Sache ist, solange nicht Stonehenge Donphan ist, kriegen wir da einfach ein Setup. Und gewinnen. Ja, Mann. Alter, ich glaube nicht, dass es Stonehenge Donphan ist, oder? Das können wir jetzt sehen. Ja. Okay, Ice Shard, aber juckt mich nicht. Wir wollen die Rocks. Eben. Wir hätten vielleicht einen Ghost-Type mitnehmen müssen und so. Ach, Rocks zum Maul. Okay, es tut mir leid. Jutta? Nee, einfach EQ. Der würde jetzt Rapid spinnen und jetzt kriegen wir nochmal die Rocks raus. Okay. Was ist der Plan? Schade, dass er Leftovers ist. Rocky Helmet wäre jetzt gut. Aber egal, nevermind. Stop. Ah, easy. Ich verstehe auch nicht, warum man Donphan spielt, wenn man auch einfach Landorus spielen kann. Eben. Ich meine, es kann spinnen, aber. Das ist eine ausgezeichnete Frage. Sogar Excadrill ist besser. Ja klar. Als Donphan. Was soll denn sogar heißen? Also in dem, was Donphan macht halt. Ja. Aber nevermind. EQ wieder. So, dann haben wir sein volles Set gesehen. Und ich würde schon fast sagen, dass wir gleich unser Resetti... Dass wir nicht unser Resetti sacken. Okay, brauchen wir Latios für irgendwas. Wir können eigentlich jetzt Recklessly in Latios gehen. Ja. Vor allem Psyshock von einem Live-Opt. Alter, wir haben Carmine auf Latios. Mhm. Ah, easy. Carmine, sagst du? Carmine. Nein. Ich gewinne einfach gegen Chansey mit Carmine. Chansey? Ist das der Counter? Nein, Mann, ist nicht der Counter. Recover oder Carmine? Das Ding ist, er hat, wenn er irgendwas an Status Moves hat, dann geht er jetzt auf T-Wave. Aber, das juckt uns nicht. Wir machen Psyshock. Gehen wir auf Carmine. Bam. Oder auf Psyshock. Wow, Carmine oder Recover? Psyshock. Ja. Okay, nochmal Psyche. Scheiße, nein, warte, das nicht. Wir machen ja Recover. LOL! Nein! Okay, well. Ich wäre jetzt eigentlich in
unser Landris gegangen. Ja, unser Getiwage des Latias ist bestimmt noch gut zu gebrauchen. Ja, als Heck, als Fodder. Halt meine Maul. Okay. So, okay. Tut mir leid. Gaming? Murder Joke. So. Secret Sword. Ja. Schön. Das klingt dann gewinnt doch. Er den Kampf. Wow, Keldeo gewinnt einfach auch fast im Alleingang, wenn Talonflame weg ist. Und Alexam und Dagalji. Dagalji. Okay. Also es gewinnt halt irgendwie, ne? Wenn, ja. Wenn man es baut halt Druck auf. Ja. So. Genau. Wenn Talonflame reinkommt, will ich einfach Secret Sword drücken, Alter. Der hat aber gemerkt. Wie viel ganze Zeit critten, Mann? Keldeo, halt dich zurück, Alter, Mann. Alter, wir haben ehrlich das Ding secret in Ice. Easy. Okay, Dagalji. So, der macht doch T-Bolt. Rossetti. Ja? Gott, sind wir gut. Boah, ja, Mann. Damage? Alter, Rossetti, put it in work. Wir machen jetzt aber Spin. Das ist einfach der freeste Spin of my life, Mann. Ist mal ehrlich. Easy. Hat jemand noch einen freieren Spin ist für mich? Ist das Specs Gold? Nee, oder? Alter, warum geht der in Rot haben? EQ, Safe, Jizz? Echt so? Safe, Jizz. Safe, Jizz, nicht Jizz. Bist du sicher, dass kein Jizz ist? Ja, ich bin Safe, Jizz. Okay, Rotom war die letzte Antwort gegen unser Cybermann, Alter. Wir können jetzt. Ja, okay. Der hat noch einen Tailflamer. Der hat noch einen Tailflamer. Nevermind. Gut. Wenn Tailflame weg ist, dann gewinnt Cypher. Ich will ja, Cypher was machen sehen. Eben, Alter. Es hat im ersten Jawohl. Kampf relativ gut geworkt. Oh Jawohl. Mein Gott. Toxic? Toxic. Oder EQ, Hell, einfach Play. Hammerschwanz. Oder Hammerschwanz, okay. Hammerschwanz wäre eine Opportunity. Aber er geht auch eh auf Roost und dann hätten wir einfach safe EQ. Was für ist die? Ja, Roost, okay. Ne? Kann er machen. Kann er halt machen. Roost, ja, und ne? Stone Age, Alter. Du Dummkopf. So. Stone Age, easy. Aber immerhin hat er eine ungerade KP-Anzahl. Da muss ich schon wow. Mal Props für diesen Mann aussprechen. Noob geben. Lichibäre, cool. Bitte? Alter, guck mal, welches Pokémon jetzt gewinnt. Ist das nicht HP? Ja, ist das nicht Bärenkraft, die Ground? Lichibäre, keine Ahnung. Oder Eis, ich weiß nicht. Weil wenn es Eis wäre, wäre das dumm von ihm. Ah, Holo. Aha. Steht nichts da. Natural Gift Type Grass. Okay. Aha, okay, Grass. Ist auf jeden Fall synchronized. Das ist gut. Das Gute. Das Gute Set. So einfach okay, U-Turn. Wir wollen jetzt ja. In den Cypher gehen und gewinnen. Richtig. Dann machen wir einfach jetzt die und gewinnen dieses Match. Das Rock Alakazam. Rock Alakazam, ich sehe es schon. Alter. Wenn jetzt die GPL-Sets kommen, ne? Ich raste aus. Mann. So, HP Rock, Alakazam. Put in work. Was? Ey, nein! Du, als ob! Bast! Ich wollte gerade was nicht Jugendfreies sagen. Was ist das denn? Mann. Cypher! So ein Faggot-Shit, Mann. It's a gift. Ja, ich weiß, die Sternchen machen Sinn. Aber Mann, warum? Du Nut. Oh Teller. Mann! Ist er wieder da? Doch nicht. Nein. Oh. Alter, will mal irgendwie ein Abonnent für den Weiterspielen, bitte? Geh mal zu dem nach Hause. Ich weiß, wo der wohnt. Ich weiß, wo sein Haus steht. Echt jetzt? Nein. Oh. Schade. Woher sollte ich wissen, wo ein random Showdown-Spieler wohnt? Mann! Der halt synchronized LKSM spielt. Ich glaube, deswegen hat er aufgegeben. Er hat dann gedacht, nee. Nee, Mann. I'm out. Heute nicht. Gegen Cyber verliere ich im OU nicht. Das sehe ich nicht ein. Ach, nö. Mann, der war so gut im OU. 137 zu 137, Mann. Verdammt. Wow, 137 zu 137. Ja. Oh, hat er neben? Ich glaube, das macht er mit Absicht. Also. Ach so. Der macht dann. Der will das mal so even halten. Jetzt die Frage: Machen wir jetzt noch einen Kampf? Nee, ich würde sagen, das war's. Oder? Weil sonst wird das Video echt. Okay. Oh, okay. Ich meine, wir nehmen schon eine Stunde auf. Naja, bei mir habe ich auch eine Stunde aufgenommen. Das war dann ja, das eigentlich cool. Auf eine halbe Stunde. Okay, nice. Ja, nee, ist mir egal. Also kann man auf jeden Fall so lassen. Ja, wir sind jetzt auch wieder ein bisschen in der Leiter höher. Das heißt, diese Lappen gehen ja, der voll. Hier. Ja, höher als zu Beginn. Ja, okay. Das heißt, im nächsten Kampf werden auf jeden Fall wieder coolere. Okay, also haltet Twitter im Auge, Leute, weil dort werden wir die Pokémon, die für die nächste Folge bei Glabber zur Abstimmung freistehen, genommen. Mhm. Ihr wisst Bescheid. Dann könnt ihr gerne, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, welche Mons ihr gerne im OU sehen würdet, welches Team. Und dann werden wir das halt in die Abstimmung packen, wenn wir das selbst cool finden und wenn das ja realistisch ist, dass wir da ein Team rausbekommen, was machen kann. Mhm.
Und ja, genau. Wir werden jetzt auch auf jeden Fall wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich glaube, ich werde noch ein bisschen mit dem Account hier so zwischendurch mal laddern, damit wir mal höher kommen. Können wir machen. Also ich also das, du kannst es machen, ich kann es machen, dass wir dann, ja, das müssen wir jetzt nicht zusammen machen, nur weil ich, deine Anwesenheit stört mich dann schon ein bisschen. Ja. Keine Reaktion? Bist du jetzt beleidigt? Doch, doch. Doch, doch, ist alles okay. Oh, okay, gut. Nice, okay, gut. ich bin gerade voll perplex, weil du nichts sagst. Ja, tut mir leid. Hast also, gehört? Es war gerade ein bisschen, Ja? Ne? Genau. Störung, du weißt. Aber, ja. Alles klar. Richtig. Gut. Dann war's das. Gut. Gut. Und welche Abschlussworte? haltet euer Maul. Danke. Danke. Nein, und quittet immer schön weiter mit Kelio, ne? Na klar. Safe. Gut. Ja. Tschüss.